Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ein guter Moslem sein. Munat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen und ein anderes Leben kennenlernen. Unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich habe gehört, du willst nach Pakistan? Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Etwas Dummes habe ich noch nie gehört. Fast 5 Jahre saß der in Bremen geborene Türke Murat Kurnaz unschuldig im US-amerikanischen Gefangenenlager Guantanamo. Der Streifen 5 Jahre Leben soll nun seine Geschichte erzählen. Am Mittwochabend feierte der Film in Berlin Premiere in Anwesenheit von Murat Kurnaz selbst, der bis heute keine Entschuldigung von der deutschen Regierung erhalten hat. Höchstwahrscheinlich wird es sie auch nie mehr geben. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig wissen, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, was passiert ist und dass ich in dieser Sache aktiv bleiben werde. Selbst wenn mal Guantanamo geschlossen sein sollte. Es gibt es Geheimgefängnisse, wo Menschen gefoltert werden. Und daher, ich weiß, was Folter bedeutet, werde ich in dieser Sache weiterhin kämpfen, soweit ich kann. Murat Kurnaz wird im Film von dem Schauspieler Sascha Alexander Gersak verkörpert. Für ihn habe es beim Dreh neben der physischen vor allem eine psychische Herausforderung gegeben, sagte Gersak. Und das Psychische war eben, dass ich immer wieder, im Vorfeld konnte ich ja Murat kennenlernen, und dass ich mir halt immer wieder gedacht habe, denken musste, der hat es wirklich erleben müssen. Und da habe ich große Mühe gehabt, so da dran zu bleiben. Also das für mich selber zu glauben. Murat Kurnaz war wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nach Pakistan gereist, dort festgenommen und gegen ein Kopfgeld an die US-Streitkräfte übergeben worden. Dann kam er nach Guantanamo. Die Rolle der deutschen Regierung im Fall Murat Kurnaz sei für ihn zwar wichtig, aber nicht Gegenstand von 5 Jahre Leben gewesen, erklärte Regisseur Stefan Schaller. Also das, was da passiert, ist tatsächlich skandalös. Aber da wollte ich nicht einfach mal so jemanden an den Karren fahren, sondern da hätte man einen komplett eigenen Film drüber machen müssen. Und da wäre dann nicht mehr Murat der Protagonist gewesen. Und das war dann für mich so relativ eine radikale Entscheidung, obwohl das natürlich nochmal ein ganz anderer Film gewesen wäre, klar. Mit dem Film legt Schaller sein Diplom an der Filmakademie Baden-Württemberg ab. Kinostart in Deutschland ist der 23. Mai.